So. Hallo, hier ist Chef Phoenix und herzlich willkommen zurück zu Spellforce Shadow of the Phoenix, wo wir die Arena-Kampagne dafür spielen werden. Ja. Und vorneweg würde ich jetzt mal sagen, ich habe jetzt meinen Aufnahmestil geändert. Ja. Aus dem Grund, weil ich beim letzten Mal beim Videos rendern so ziemlich Probleme gehabt habe. Jetzt habe ich es umgestellt, dass direkt gerendert wird. Halt nur für Spellforce 1. Somit sind die Videos genau 30 Minuten lang. Ja. Und ja, ich schaue mir, dass trotzdem ca. 10 Minuten mindestens ist. Halt für die, was am Schluss der Aufnahmesession draus sind, die Videos. Ja. Das heißt, es kann jetzt auch sein, dass mitten, wenn ich was sage, so das abgeschnitten werden wird. Ja. Weil wir sagen, wie lange der letzte rum da hab. Keine Ahnung, was genau los war. Aber wenn wir die Schiene privat weiter bei Spellforce 2, bei. Wie heißt Demons of the Past? Zu den Waffen. Und wo waren wir denn gerade? Ja, das Tor ist zu. Das ist hier auch. Oh, hier ist es. Na, dann müssen wir dann hier sein. Muss ich mal weitergehen. Was liegt an? Ich rieche Blut. Krieg. Also, ne, war das wie. Krieg sind schon auf halbem Weg. Vorwärts, vorwärts! Lauft! Unsere schönen verbesserten Totems mit 5 normalen dabei. Vorwärts! Wieso so? Krieg! Ja. Klar, Und wir machen los! das schön. Mir nach! Da haben wir denn ja, Mann. Vorwärts! Schnell! Was jetzt? So, zum Beispiel Wo kannst du schon sonst? mal. Ach, nicht das Sektor mal machen. Vorwärts! Das hab jetzt noch einen kleinen Freund gesehen, glaube ich. Das Tor ist wie gedacht offen. Ah, schöne Übersicht. Ich werde H. Such nach Dunan. Und Cetrios. Sofort! Vorwärts! Das ist, glaube ich, alles verpassen. Volllaststärke zu meiner Laststärke. Für die Freiheit! Ein Gegenangriff! Folgt mir! Kämpft, Männer! Clanbrüder zu mir! Ich kann hier Blut! Lena, interessant. Krieg! Wir werden angegriffen! Tod den Feinden! Schlachtruf! Vermutlich wir Demons of the Past und Anno Let's Play. Ist zwar ebenfalls eine relativ lange Kampagne, aber. Ja. Ein Gegenangriff, Clan! Bis hier kommen noch keine wirklich Verwundeten. Ich rieche Blut! Mir nach! Thron seine ja keine. Vorwärts! Gerade eben.
Sprecher. Folgt mir! Für die Rune! Wohin? Dorthin also! Ich bin müde. Was liegt an? Entdeckung! Krieg! Nicht zurückweichen! Hallo? Entdeckung! Krieg! Was liegt an? Ah, ich hab gestern zu hören. Geh vor euch. Zu den Waffen! Was liegt an? Vorwärts, vorwärts! Standhalten, rostende Männer! Rostende Waffen und Wasser in den Stiefeln. Dieser Sumpf schlägt mir langsam auf das Gemüt. Du findest auch immer etwas zu mir, Mann. Zu den Waffen! Tue wie befohlen! Krass seltsame Faust, große Mulden. Ah ja, ja, da entlang. Da haben wir Waldling. Krieg, wo sind die Gegner? Ich rieche Blut. Zu den Waffen. Lauft. Ich rieche Blut. Tue wie befohlen. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Ja. Kann der euch gut nur. Ich rieche Blut. Jawohl! Müssen die ganz schnell um ihn kümmern. Ihre Schriftrolle haben wir so. So. Zauberheiler Stufe 1. Ah, ist so richtig schön, das alte Spiel. Ist alles so übersichtlich. 2017 kommt übrigens der Nachrichter raus. Ich bin schon auf halbem Weg. Ich denke, wir werden ziemlich zum Anfang kommen. Bin mir gar nicht ganz sicher. Tue wie befohlen. Standhalten, Männer! Lauft! Und los! Folgt mir. Sofort. Ja. Für die Freiheit. Die meinen es ernst. Clanbrüder zu mir. Sofort! Für die Rune! Das ist eine Schwäche. Runenkrieger, zu mir! Clanbrüder, zu mir! Nicht zurückweichen! Wir werden angegriffen! Tod den Feinden! Schritt für Schritt einfach weiter, gell? Für den Clan! Standhalten, Männer!
meine es ernst. Krieg. Runenkrieger, zu mir! Das ist irgendwie schlecht. Die Linien müssen halten! Was liegt an, wie befohlen? Aber die Musik ist nur sehr gut. Bin schon auf halbem Weg. Was hätte da die ganzen Rohstoffe und so dann sehr regenerieren in der Zeit? Holz, wo es glaube ich auch langsam noch war. Wirklich sehr langsam. Ein Schwert in der Hose, ist das aus meinen eigenen Socken? Ein Schwert, 4 bis 8. 3 bis 9. Geschwindigkeit 85. Los, Leute, paar. Große Klingenwaffen, ob ja. Dreht dann irgendwo das antike Schwertspieler. Ja. Ist er unheimlich, ja. Schildkind Moon habe ich. Hose. Die alte Lederhose schon wieder. Schön, schön. 45. 12, 12, 12, 25, 12, 60, Schwerrüstungen, 4, ah, nicht ganz. Mir nach! Vorwärts! Normalerweise spiele ich immer gern mit einem großen Zweihändigenhammer. Jawohl! Lauft! Da unten irgendwo, ich glaube, da ist unser Freund sein. Nachher Lust mit der Maus herumzufahren. So. Für die Freiheit! Standhalten, Männer! In die Schlacht! Und los! Ich bin leider nicht so ein Fan von Zauberern. Unter den normalen Einheiten. Die ist unser Freund, ich glaube, der war Markus Christus. Bin jetzt nicht so groß wie erwartet. Kiste! Für den Klauft! Vorsicht, Gegner! Schlachtruf! Tod den Feinden! Standhalten, Männer! Segnung! Krieg! Ah, Dendro. Mompos. Die Linien müssen halten! Krieg! Wo sind die Gegner? Wir werden angegriffen! Komm schon, Chris, hört's hin. Ich rieche Blut! Krieg! Luch mal kurz an hier. Egal, was es ist. Jawohl! Jawohl! Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Ich Vorsicht, Blut. Gegner!
meine es ernst. Jetzt bist du hier vergiftet. In Deckung! Was liegt an? Wo sind die Gegner? Nicht zurückweichen! Das fehlt tatsächlich noch nicht. Nein, 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 Mist, wie. Ich glaube immer wieder. Hinterkopf! Was liegt an? Ich komme wieder. Wir haben es kurz zu checken. Nehmen wir uns auch ein Image. Ah ja, wir haben da nur Runenkraft. Das ist, wie schnell die Einheiten ausgewählt werden. Und sinkt, wenn ich stirb, halbiert es sich circa und. Ja, wenn Arbeiter bestehen oder im Moment in Beanspruchung nehmen, wird das eins ist und das eins, wird es auch weniger. Okay. Mag ich eigentlich nicht so gern, weil ja, was halt ihre Zauberkraft an den Gegner wenden, abfeuern, ja, und wenn es nicht verbraucht, dann schützen sie selbst den Kampf ein. Da mache ich normale Fernkämpfe mit Bögen und so lieber. Die Kisten da oben haben. Egal wie viel Tod das kosten mag. Ich sehe die ganze Zeit leider so und die schöne Schlange auf der Karte. Ja, ich habe die ganze Zeit leider so und die Runenkraft steigt dabei. Also ja, das ist eine normale Steigung, wie es steigt. Normale Steigung, wie es steigt, super. Ja, mit normalen Kriegseinheiten machen das nicht nur mit den Arbeiterausbilder. Die haben ja, wie man sehen kann, da eigene das Ding 10 von 30 Arbeiter und 30 von 30 mit den Einheiten. Ja, was machen wir so? Ich hab ja einen Fernkämpfer, wie es so aussieht. Bin schon auf halbem Weg. Die Linien müssen halten! Ah, schön. Und Puss. Thank you.
Wenn Setrius noch einige der Waldläufer um sich geschart hat, werden sie auf Orks nicht gut zu sprechen sein. Das stimmt. Sobald wir uns dem Lager nähern, solltest du deine Truppen zurücklassen. Sonst kommt es zum Kampf. Alter Klassiker. In dem Teil ist es so, wenn du verschiedene Monumente besitzt von verschiedenen Kulturen, jetzt nicht Menschen, Zwergen, Elbe, sondern es gibt drei Gute und drei Böse. Weil es wird von einer guten eins besitzt und von einer bösen, metzen sich die Einheiten gegenseitig nieder. Du hast eigene Häuser, eigene Nahrung und so. Und gemeinsam mit Nahrung geliefert, gemeinsam Länder und so, aber ab den Haupthäusern kannst du einzeln Arbeiter zahlen und so. Und läufst rum und dran. Finde ich auch recht witzig. Ich kann euch alle kontrollieren und wir lassen euch gegenseitig abmetzeln. Was liegt an? Bin schon auf halbem Weg. Für den Clan. Lauft! Okay. Lauft! Ja, wir sterben. Irgendwie. Ich rieche Blut. Zu den Waffen. Sollte der erste sein. Und noch irgendwann mal. Klang wieder zu mir. Die meinen es ernst. Krieg. Das Mann ist nicht mal so aufgebracht. Ausgezeichnet. Tod den Feinden! Tod den Feinden! Zu den Waffen! Nicht zurückweichen! Was liegt an? Ein Gegenangriff! Selbstgiftung, Mann. Vorsicht, Gegner! Ah, sehr schön. Ah, jawohl! Lauft! Schön. Feuerschild, Schwarzharnstab, Alchemistenrobe, Nebelquarz, Zunge des Wumpus. Blut zu den Waffen. Folgt mir. Sofort. Wir werden angegriffen. Zur Ehre Aonirs. Das ist ein Hinterhalt für die Rune. Die guten alten Sätze. Ich kann ja gut. Ork kann mir zurückpfeifen. Tue wie befohlen. Rüstungskleidung und so wie ich.
Wo sind die Gegner? Okay, warum ist denn das ausgeholt worden? Egal, ich hab's schon. Janina! Du lebst, welch ein Glück! Sei gegrüßt, Cetrius. Ich sehe keine Freude in deinen Augen. Ich komme zurück aus dem Reich des Todes. Dunhans Zorn hat mich getötet, doch seine Begierde holte mich wieder zurück. Er liebt dich, so wie ich es tat. Pah, Liebe! Er hat ein Monstrum aus mir gemacht. Er hat mich aus dem ewigen Schlaf gezerrt. Aber etwas ist mit mir zurückgekehrt. Ein Monstrum, das nun in meiner Seele wohnt. Dann bist du nicht hier, um einen neuen Anfang zu machen. Ich bin hier, um es zu Ende zu bringen. Dann müssen wir dich zu Dunhan bringen. Es gäbe einen Weg, wenn die Runenkrieger, die euch begleiten, uns zur Hand gingen. Was ist das für ein Lärm? Die Kitar greifen euer Lager an. Yay. Das sind ihre Elitekrieger. Die Skarks sind verloren. Und eure Leute ebenfalls. Wie es scheint, seid ihr nun auf euch allein gestellt, Runenkrieger. Ihr seht, dass wir eure Hilfe brauchen können. Wo sind die Gegner? Was ist mit euch eigentlich? Wo kennt man die überhaupt? Unsere Stadt wird angegriffen. Oh. Das war schon so. Wir haben Haggis, so ist der Lammkopf, Mendia, Rogia, Shinatra. Zerstören wir den Seelenstein, oder? Ja, was haben wir denn? Große Schlagwaffen, na? Große Klingenwaffen. Große Klingenwaffen 3, 2 habe ich, na. Große Klingenwaffen 3. 6 bis 10. 4, 5 bis 12. 6 bis 10. Angeschafften Ort könnte man immer brauchen eigentlich. Verkaufen wir. Sollte man selbst ziehen. Meiste Magie 2. Charisma plus 5. Dann war Stärke 2, Ausdauer 2. Jetzt bist du aus dir. Dann lassen wir mal. Oh, ich bin auch schön. Muss sowieso auf 7 offen. Intelligenz erhöhen wir mal. Ja. Dann können wir uns. Dann müssen wir verkaufen. Verkaufen wir.